Weil diesmal will ich auch ein bisschen was hören von Meet and Greet, beziehungsweise ihr vielleicht auch, wenn ihr das Video im Nachhinein anschauen wollt. Schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Ihr habt jetzt dadurch, dass ihr früher da seid, auch die Möglichkeit, umsonst reinzukommen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch noch ein bisschen mit mir unterhalten gleich, beziehungsweise mit den anderen Jungs. Fili mit dabei, der heute FIFA kommentieren wird. Natürlich Marc Gebauer. Wer kennt ihn hier? Ha? Unser neuer Source Master. Jeder kennt ihn natürlich. Hallo? Das ist der Edelmann. Und natürlich Marsin mit am Start. Und ihr dürft natürlich gleich alle möglichen Fragen der Welt stellen über das Event. Ich werde euch ein bisschen was erzählen, wie lange es auch immer hier dauert, alles aufzubauen. Ihr seht ja gleich noch selber, dass es nicht ganz fertig ist, aber heute sind wir extrem weit, was ja schon ganz gut ist für uns. Und ja, wir haben natürlich auch wieder Partnerstände mit am Start. Deswegen kommt einfach mit rein und ihr kriegt jetzt alle gleich einen Stempel. Alle bitte gleich in einer Reihe, damit das auch funktioniert. Sonst gibt es wieder große Probleme und die Hälfte hat keinen Stempel, dann dürft ihr nicht mehr rein oder raus. Also kommt einfach mit rein. Awesome. Hallo. Hallo. So, wollen wir es in. Ja. Give it away, give it away, give it away now. Zum Beispiel. Der Marc ist nervös. Das ist gut, Mann. So, also hier bitte alle in der Reihe nacheinander, bitte. Nacheinander einfach. Dann bekommt ihr einen Stempel. Bleibt erstmal alle hier, also nicht abhauen oder sowas. Ja, alle anderen dürfen übrigens gleich nicht mehr rein, ne, weil sie zu spät da sind. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Wer sagt denn da Bescheid? Sagt denn da jemand Bescheid? Mir eigentlich relativ egal. So, also, wer war schon mal hier in Essen auf dem Interfire Night Game? Vor einem Jahr ungefähr waren wir schon mal hier, 7:15, glaube ich. Ja, ist noch, ich warte mal, bis die restlichen noch da sind. Wir waren letztens, waren wir in München, da waren ziemlich viele schon auf dem Interfire Night Game, auch bis zu 5 Mal. Ja, bis zu Quote bestimmt 60%, die so 4, 5 Mal schon da waren. Also richtig krass. In Essen waren wir natürlich noch nicht so häufig. Also heute sind extrem viele Leute, die da sind. Schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Wir gehen jetzt gleich hoch und oben ist das ganze Event. Hier ist so die, ja, ihr könnt eure Jacken abgeben. Also die interessante Area kommt oben auf jeden Fall. Ihr seid echt viele, kommt einfach mal mit und ja, dann machen wir die Gegend oben unsicher und schauen uns das Ganze mal an. Also komm mit. Links oder rechts ist egal. Ich warte mal ganz kurz, bis alle da sind. Erster Eindruck, was sagt ihr? Sieht ganz schick aus, oder? Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen. Wir waren ja einmal schon mal hier. Wir hatten da nicht ideale Voraussetzungen, dadurch, dass wir irgendwie gleichzeitig 4 Stunden später noch ein anderes Event, also nicht wir, sondern irgendjemand anderes, irgendein Musiker. Diesmal können wir auch die ganze Bühne benutzen, was auch wesentlich besser aussieht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, da war irgendwie ein Musiker. Ich habe hier geschlafen vorher. War sehr ungemütlich. Aber es ist eine schöne Halle. Heute wird es auf jeden Fall richtig fett. Wie ihr seht, das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Halle. Und ich bin gespannt, wie viele Leute heute vor Ort sind. Wir haben natürlich ein super Counter-Strike-Spiel. In Source habe ich mir sagen lassen, ist so mittelmäßig. Also fragen wir mal Marc Gebauer. Ich glaube, das Spiel wird auch ganz große Klasse heute. Optimal. Ja, alter Source-Spieler, Blackjack, wer ihn nicht kennt. Hat was verpasst. Auf jeden Fall. Ja, wir haben natürlich auch heute wieder viele Partnerstände mit am Start. Das heißt, wenn ihr jetzt natürlich noch die Zeit nutzen wollt, bevor die anderen alle da sind, könnt ihr gleich noch FIFA und ähnliches spielen. Kommt einfach mal mit und wenn ihr Fragen habt, einfach irgendwie Handtuch am besten. Heute seid ihr so viele, dass ich das, glaube ich, nicht so ganz überblicke. Ne? Ja, genau. Wenn ihr Fragen an Marc oder Mars oder Philly habt, auf jeden Fall her damit.
Interessant vielleicht einfach zu wissen, ja, hier oben wird natürlich immer gespielt. Ich weiß nicht, wer von euch noch nie auf Interfire Night Game war. Vielleicht mal kurz die Hände hoch. War schon mal, ihr wart noch nie auf dem Interfire Night Game? Alle mal die Hände hoch, dass ich mal sehen. Ah, sind schon ein paar, sind schon einige. Also bei uns werden natürlich auch alle Disziplinen sozusagen auf der Bühne live gespielt. Das Lustige ist, vor ungefähr noch 4 Jahren, glaube ich, haben wir alle Spiele noch hinter den Kulissen sozusagen abgehalten. Das heißt, es war noch nicht auf der Bühne. Da haben wir uns irgendwann mal extrem weiterentwickelt und das sieht natürlich sehr viel schicker aus, wenn man die Spiele auch live sehen kann und die Emotionen einfangen kann. Richtig coole Sache. Das heißt, hier werden wir alle Spiele sehen. Wir werden natürlich hier Counter-Strike sehen, FIFA danach, ein 3-on-3. Da übrigens SK gegen MTW. Und Diamond hat die WCG gewonnen, World Cyber Games sagt euch wahrscheinlich allen was. Der spielt heute auch mit und natürlich die Twins von SK sind auch mit am Start. Kann man nur empfehlen, auf jeden Fall auch selbst FIFA zu gucken, allein wegen den Namen heute, sonst eigentlich nicht so interessant. aber heute ausnahmsweise mal, ja. Und natürlich nicht zu vergessen, ja natürlich, und Source natürlich auch nicht zu vergessen. Und tja, also das ist auf jeden Fall richtig cool, ich muss sagen, für mich persönlich macht das am meisten Spaß. Man sieht jeden Bildschirm, sieht man natürlich auch den einzelnen Spieler, der da spielt. Man hat, was heißt, in dem Moment kann man sich auch ein bisschen was abgucken. Marse, macht das schon viel aus, wenn man auch mal den einzelnen Spieler sieht, wie er so sozusagen in CS, weiß nicht, in bestimmten Situationen wartet und was er dann macht. Das kann man sich ja besser reinversetzen. Naja, also ich denke, den größten Vorteil, den ihr als Zuschauer habt auf dem IFNG, ist eben, Marc und ich sind zwar 4 Augen, aber da sitzen halt keine Ahnung wie viele Hunderte. Und mit den Monitoren könnt ihr halt einfach schauen, wie steht jeder Spieler für sich selber. Das heißt, ihr könnt selber eben nochmal selber einschätzen, was der gerade macht und könnt natürlich nochmal ganz anders interpretieren. Genau daraus folgt dann auch immer, dass Marc und nicht die Naps sind, weil wir halt nicht 10 Monitore die ganze Zeit natürlich im Auge behalten können. Das heißt, das Erlebnis CSS und CS ist auf dem IFNG ein ganz anderes. Das werdet ihr nachher schon merken. Das ist übrigens der einzige Grund, wieso sie Naps sind. Ne? Also nicht, dass da noch andere geben würde. Entschuldigung. Niemand. Nur weil du so stark bist. Ja, den Pokal seht ihr ja da oben. Den gibt es zu gewinnen in jeder Disziplin. Richtig fettes Ding. Natürlich haben wir nachher auch wieder tolle Preise, die ihr gewinnen könnt. Und die könnt ihr unter anderem heute wieder bei, ich muss gerade mal gucken, wir gehen am besten mal durch, komm einfach mal mit, dann schauen wir uns die Partnerstände mal kurz an. Der Vorteil, den ihr sonst natürlich noch habt, ihr kriegt heute die besten Plätze, das heißt in den ersten Reihen. Das ist nicht so wie im Kino, da kriegt man eigentlich mit vorne immer nur die schlechten Plätze, aber hier ist es ein bisschen anders. Hier übrigens wird alles kommentiert, hat sich auch extrem geändert. Vor vielen Seasons, also es hat sich fast gleichzeitig, es hat sich gleichzeitig geändert mit den Spielen auch vorne auf der Bühne, wurde sozusagen der Kommentator verbannt auf dem Boden. Nicht mehr auf der Bühne. Früher war wirklich jeder Kommentator immer auf der Bühne und hat dort alles kommentiert. Zu meinen Zeiten, wo ich auch noch selber kommentiert habe. Jetzt hier in der Ecke. Fili, ist das eine große Änderung? Du hast beides mitbekommen. Ja, von der Bühne auf den Boden war für mich grandios. Es war ein Schritt sondergleichen und es fühlt sich eigentlich nicht besonders anders an. Ist eigentlich auch egal, weil man sitzt jetzt vom Publikum weg. Spielt aber eigentlich keine Rolle, weil ich super kurzsichtig bin. Im Endeffekt ist es mir eigentlich ziemlich schnuppe, ob das Ding jetzt auf der Bühne ist oder unten. Wobei der Vorteil natürlich, du siehst jetzt auch mal die Spieler. Also du kannst mal rüberlinsen nach links und dann siehst du das. Konnte man vorher nicht. Ja, mache ich aber erstaunlich wenig, muss ich sagen. Aber wir haben auch so einen guten Preview-Monitor, das gab es früher übrigens noch nicht. Somit sehen wir die ganze Zeit die Kamerabilder, wenn wir dann Lust drauf haben. Somit können wir auch immer darauf eingehen, was die Zuschauer gerade sehen. Zum Beispiel kratzt sich Krone gerade an der Nase oder der Shellhasen-Twin springt da wieder ein Stückchen hoch und man denkt, er ist doch ein Stückchen gewachsen oder so. Jedenfalls ist das eigentlich ziemlich egal. Ich werde jetzt, normalerweise darf ich da glaube ich nicht lang, aber wir können also ein bisschen hinter den Kulissen schauen. Folgt mir einfach mal ein bisschen nach rechts, damit ihr auch mal ein bisschen seht, wie es aussieht, wenn man vorher aufgebaut hat. Das ist hier nur ein kleiner Teil, da hinten links geht es noch weiter, vielleicht dürfen wir auch noch mal hin. Wenn ihr jetzt hier gleich nach links schaut, wenn ihr herkommt, werdet ihr im Hintergrund, leider können wir da nicht hoch, das sind einfach zu viele Leute, aber wenn wir jetzt hier gleich so ein Stück weiter vorgehen, sehen wir hier die Matrix und wir sehen auch dahinter die Regie, das heißt da, wo eigentlich alles stattfindet, die Bilder ins Internet geschickt werden, damit wir auch den Stream haben. Und da sehen wir so ein dickes Case, wo auch Server und alles mögliche sind. Ich glaube, die sind von Gamed, ich weiß es nicht genau. Ja, sind sie. Und dahinter ist die Regie, da sitzen eigentlich die Leute, ja, wie der Bildmischer, der die ganzen Bilder mal wechselt von den Spielern ins Ingame, auf die Totale hier, wo man alle Leute sieht, wohin auch immer. Es gibt relativ viele verschiedene Bilder. Nichts klauen und nichts wegnehmen, ja, bitte. Und natürlich haben wir auch einen Producer, das heißt der Mann, der uns immer im Ohr sitzt und uns erzählt, was wir jetzt gleich machen sollen, wenn es irgendwelche Planänderungen gibt. Dazu haben wir natürlich normalerweise einen Ablauf, das heißt alles ist vorher schon fix, das heißt die Spiele sind dann und dann, dann ist das Interview, das ist bis auf die Minute getimed. Und da kann sich natürlich auch ein bisschen was ändern und der Producer sagt uns dann auch immer Bescheid, den kann ich vielleicht gleich mal vorstellen, wenn er da ist. Das ist Maike Scheiderich übrigens, unsere Aufnahmeleiterin. Auf die müsst ihr mal hören, wenn die sagt, jetzt klatschen, müsst ihr klatschen, sonst klatscht es. Auf jeden Fall. Nein, aber sie ist auch so sehr nett, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, was verloren habt, wie ein Ausweis oder ein Handy, geht auf jeden Fall zu ihr. Sie kann auf jeden Fall weiterhelfen, wenn sie irgendwas weiß. Also wenn jemand was weiß, dann sie, hundertprozentig. So sieht's aus. Deswegen hört auf sie und fragt sie ganz nett, wenn ihr was braucht. Hier sitzt so unsere Crew.
Das sind unsere Jungs, die im Vorfeld schon aufgebaut haben, die Projektleitung, der Mann, der sozusagen alles bestimmt und sagt, was gut und schlecht ist. Vielleicht können wir ihn nochmal herholen, Olli. Komm noch mal kurz her. Wenn wir dich schon mal haben. Und jetzt haben wir hier auch ein bisschen Licht. Schön, dass, ja, also das ist eigentlich so einer der allerwichtigsten Männer überhaupt hier auf dem Event, damit das funktioniert. Ja, sieht nicht so aus, aber es ist so. Ja, aber er hat ein schönes altes, das habe ich nämlich auch noch, Season 6, 5 oder so. Ja. Pro Season, ja, 5. So, wie sieht's aus? Wie lief's heute in Essen? Hat alles gut funktioniert und zufrieden bisher? Ja, hervorragend. Nee, die Halle auf jeden Fall ist top. Also wir haben hier beste Voraussetzungen. Man sieht's ja, also eigentlich vom Ambiente ist die super, die Halle. Wir können, denke ich mal, einen guten Content bieten, haben tolle Spiele heute Abend, das wird schon klappen. Dein Rating in Essen, wie weit oben ist das Event in Essen vom Aussehen her? Zumindest erstmal, inhaltlich wissen wir ja noch nicht, wie es wird. Oh Gott, das sehen ja auch die anderen Städte. Also ich sag mal Top 5. Oh, ganz schwach, ganz schwach. Top 5. Zu empfehlen heute, was kannst du empfehlen? Wir haben wieder einige Partnerstände, man kann FIFA 2011 spielen. Irgendwas zu empfehlen von deiner Seite? Ja, Lost Planet 2 auf jeden Fall. Sehr schöne Free Gaming Area, würde ich auf jeden Fall mal antesten. Need for Speed haben wir noch, lohnt sich auch. Schön ein paar Racing Seats hinten bei dem Dell-Stand, also guckt mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt natürlich für viele vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie lange man braucht, so ein Event aufzubauen. Also jetzt mal, abgesehen von der ganzen Planung im Voraus, darüber können wir gleich noch vielleicht reden. Wann seid ihr hier, wie viele Stunden am Stück arbeitet ihr, wie viele Leute seid denn, die an so einem Event arbeiten? Ja, also momentan ist es so, dass die Partnerzahl ein bisschen zurückgegangen ist. Wir fangen morgens um 7 an hier. Sind jetzt also vor einer Stunde ungefähr fertig geworden. Das letzte ist dann halt Einleuchten, Soundcheck, Besprechung mit TV. Wenn die Show zu Ende ist, geht es halt rund, wird abgebaut. Ich denke mal, 3, 4 sind wir raus. Geht es zurück nach Köln, sind wir um 5 im Bett, 5, 6, gucken wir mal. Wie viele Leute seid ihr? Aktuell von der Crew 16, die das Event aufbauen, und ihr von TV seid dann auch nochmal 10, 12. Und, ja. Also kommen wir fast auf 30 Leute, die das damit aufbauen. Genau, richtig. Dazu haben wir noch externe Firmen mit dabei, oder? Showtime ist noch mit dabei? Also alles, was man an Technik oben sieht, das wird extern aufgehangen. Also die ganzen Lichter, alles, was hier oben über der Bühne hängen sieht, ist halt über Showtime gemacht. Das ist externe Firma. Die Jungs sind mit auch, glaube ich, 8 Mann hier. Also es ist schon einiges. Es wird immer mehr, wie ihr seht. Es werden immer mehr Leute, die dann auch helfen. Wir haben noch Admins teilweise dabei, die freiwillig helfen. Nicht alle arbeiten bei uns. Danke übrigens, Olli. Und ja, so sieht es hier hinten aus. Hier stehen die ganzen Cases. Das heißt, alles, was wir natürlich an Monitoren, Fernseher, PCs, Laptops und so weiter haben, die werden natürlich irgendwo gelagert. Das ist übrigens nur ein kleiner Teil. Ich glaube, hinten links ist noch der andere Teil, wo Sachen gelagert werden, oder? Hinten links wird noch mehr gelagert, oder ist das hier alles? Das ist alles, sagt er. Also da hinten könnt ihr, wenn ihr nachher irgendwie hier reinkommt, ein bisschen was upgraben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach hinten durch und schauen uns noch ein bisschen die Free Gaming Area an. Er hat ja gerade schon gesagt, Lost Planet 2 ist empfehlen. Ich habe noch nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Letzte Saison das öftere Mal erwähnt, dass es das gibt, bald. Vorher war es noch die ganze Zeit irgendwie nur ein Trailer-Video. Philly? Ja, inzwischen ist es draußen, alle haben sich gefreut. Ich hoffe, es macht ein bisschen Spaß. Ich habe es aber auch noch nicht gespielt. Vielleicht sollten wir mal irgendwie spielen. Wir haben echt viel schon drüber geredet, ja. Aber wir kennen das Spiel im Prinzip doch noch nicht. Das ist eigentlich verwerflich. Bisschen schon, vielleicht sollten wir beide mal gleichzeitig ein bisschen spielen. So, also, wie gesagt, wir haben den einen oder anderen Free-Gaming-Bereich hier. Und wie immer, Senna ist auch wieder mit dabei. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Hier haben wir Need for Speed World. Und ja, also so ein bisschen mehr die Casual Games, muss man sagen, aber das ist, muss ich persönlich sagen, gefällt mir ganz gut für die Zuschauer, die jetzt nicht so hart E-Sportler sind, wie wir es sind. Wir wollen natürlich, dass das Event voll ist und auch mehr Leute ein bisschen was vom E-Sport erfahren. Und deswegen würde ich gerade sagen, so FIFA, Need for Speed, alles was so in die Richtung geht, ist natürlich auch für jemanden, der sich noch nicht so gut auskennt und nicht direkt Counter-Strike, Source, Counter-Strike oder StarCraft oder so spielen möchte, viel einfacher irgendwie einzusteigen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich jetzt gleich spielen. Wie gesagt, ihr seid halt noch gut dran, ihr habt noch richtig viel Zeit, es ist 20 nach 6. Sennheiser, hier könnt ihr die Headsets wieder testen und noch ein bisschen Counter-Strike 1.6 spielen, wenn ihr Bock habt. Marc, kann man hier 1.6 spielen? Ja, wie gut bist du in 1.6, wenn du ja eigentlich doch Sourceler bist? Also schon wahrscheinlich sehr schlecht, oder? Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, ich bin auch in Source nicht jetzt so der Knaller, aber in 1.6 glaube ich ist noch grottiger und ich würde es nicht spielen. Unter keinen Umständen. Ich würde auch sonst niemandem empfehlen, 1.6 zu spielen, ja, weil das nicht so gut ist und ja. So, es wäre viel besser. Warum läuft denn 1.6 eigentlich? Weiß ich nicht. Okay. Ja, danke. Okay, das war Marc Gebauer. Und hier könnt ihr FIFA 2011 spielen. Mittlerweile auch mit der Konsolen-Engine von 2010. Yeah. Immerhin. Sie haben sich gesteigert. Mittlerweile sieht es aber auch schon ganz gut aus. Und ich habe auch zwei Cousins heute hier, die gegeneinander gespielt haben. 4-3 in der Verlängerung. Also es soll auf jeden Fall richtig viel Spaß machen.
Fili, du bist auch ein, du bist auch wirklich jemand, der viel FIFA spielt. Ich habe sehr viel FIFA gespielt, allerdings auf der Xbox 360 damals. Da war FIFA 10 ja schon so, wie das jetzt ungefähr sein sollte. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gespielt. Aber es ist gut, dass die PC-Version jetzt in die Richtung geht der Konsolen, weil die Engine ist einfach viel besser und das Gameplay auf dem PC ist bei FIFA 10 noch nicht so gut wie bei FIFA 11. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ist es auch tatsächlich. So, also gehen wir mal direkt weiter. Ja, ich sage, wie ich es gerade schon sagte, wenn ihr Autorennen spielen wollt, jeglicher Art, ich glaube, es setzt sich hier so ein bisschen durch. Maase, wie sieht's bei dir aus? Hast du selber schon mal hier ein bisschen gedaddelt? Ich meine, mit Lenkrad ist ja dann schon ein bisschen cooler. Ja, also hier Need for Speed Shift habe ich natürlich gespielt gehabt, auch schon vor Release. Und es ist auf jeden Fall eine Kampfansage gewesen, finde ich, so ein bisschen wie an Dirt. Und daran zu kommen, war schon echt schwer. Aber Need for Speed Shift hat es, finde ich, eigentlich ganz gut geschafft. Für jeden, der sich da ein bisschen überzeugen muss, der sollte mal auf den IFNG kommen und das spielen oder sich das Spiel auf jeden Fall mal zulegen. Ist auch jetzt kein Werbegeschwafel. Ich sehe das wirklich so. Das ist mein Ernst. Also, jetzt geht es nochmal ein bisschen zu den technischen Sachen. Und wir haben es vorhin gesagt, beziehungsweise der Olli, der Projektleiter, den wir kurz gesprochen haben, Showtime ist auch mit am Start. Und das sind die Jungs, die in der Halle sozusagen hier Sound und Licht, glaube ich, machen. Ne? Wie seht es? Das Licht geht an. Vielen Dank dafür. Ein Blick und das Licht ist an. Ja, also ein ernster Blick und es wird hell. Ganz gut. Von da wird alles gesteuert. Also, wenn das Licht nicht kommt in der Halle, schreit nach hinten. Bitte Licht anmachen. Er wird sich sehr freuen und mir wahrscheinlich danach einen Einlauf geben, aber genauso soll es ja auch sein. Das ist witzig, wenn jetzt alle Lukas schreien würden, wenn das Licht mal nicht so funktioniert. Echt, ihr seid auch alle dabei, das ist super. Falls das Licht also heute schlecht läuft, alle Lukas rufen. So, Lost Planet 2. Lost Planet 2, ja, das letzte, was wir hier haben, abgesehen vom Shop, könnt ihr auf jeden Fall spielen. Letzte Saison gab es nur den Trailer. Wie gesagt, ich habe selber persönlich noch nicht gespielt. Ich will darüber jetzt noch nichts erzählen, weil ich nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist. Deswegen bin ich da meinungslos. Ah, Maase. Ich habe es gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für alle Freunde der Konsole, die sind mit dem Spiel, denke ich, besser aufgehoben. Denn es ist tatsächlich ein Spiel, was es geschafft hat, denn das Aim-Verhalten auf der Konsole irgendwie besser hinzubekommen als auf dem PC. Ich komme auf dem PC gar nicht klar. Die Steuerung auf der Tastatur ist irgendwie total überladen. Aber auf der Konsole ist es ein großartiger Shooter. Und also wer auf jeden Fall ein richtig fettes Adventure erleben will mit einer guten Story dahinter und jede Menge Spaß und Action, vor allem im Koop-Modus, ja, sollte sich das Spiel mal angucken. Heiße Biatch auch dabei. Hört sich sehr gut an, ja. So wie es natürlich in jedem Spiel sein muss, muss es auch ein paar Frauen geben. Ja. So, ich würde sagen, letzte Station, der Shop, und dann könnt ihr gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr Lust habt. Ja, was soll man zum Shop sagen? Die meisten, die schon mal hier waren, wissen, was es ist. Ihr könnt euch da neues Equipment kaufen und wenn ihr irgendwas Tolles seht, oder bei einem Spieler, der heute spielt und er hat gerade zufällig das Equipment, was man hier auch kaufen kann, könnt ihr euch das gerne hier mal anschauen. Einfach testen und wenn es euch gefällt, könnt ihr überlegen, ob ihr euch das kauft. Ja, so viel dazu. Und die Jungs sind auch hier schon am Start. Also Mäuse, Tastaturen, Headsets, so alles, was das Gamerherz begehrt, gibt es hier mit am Start. Könnt ihr jetzt gleich gerne, wenn ihr wollt, ein bisschen anschauen. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen? Über das Event, über die Spiele, über Marc, über Maase, über Fili? Gibt es da jemanden? Dennis. Okay, dann schieß mal los. Du hast eben erzählt, dass der Kommentatorenplatz von der Tribüne runter ist. Ja. Jetzt ist die Frage, warum, wenn es keinen Unterschied macht? Doch, es macht einen Unterschied. Der Platz, also früher hatten wir ja nicht die Spiele oben. Ja. Das heißt, wir hatten sehr viel Platz auf der Bühne. Mehr Platz, als wir eigentlich brauchten. Dann haben wir natürlich die ganzen also Fernseher und alles da oben gehabt, die Rechner. Und somit ist dann der Platz einfach weg gewesen für die Kommentatoren. Und da mussten wir einen Plan B haben. Und dann hieß es eigentlich, Verbann die Jungs mal nach unten. Aus Platzmangel abgeschafft. Exakt, das ist der einzige Grund im Prinzip. Jo. Weitere Fragen vielleicht? Also ihr dürft euch gerne trauen. Immer wieder schreiben mich Leute danach immer an, so, ja, ich wollte dich ansprechen, habe mich nicht getraut. Finde ich immer super, sehr süß. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich noch weiter eingeschüchtert. Ja, komm einfach mal vor, damit man dich auch hört. Wir wollen ja ein bisschen was hören. Maase hat mal mit Puri geredet, dass sie One-on-One spielen wollten. Das war bis jetzt noch nicht. Also würde ich mich mal freuen, wenn das mal kommen würde. Maase. Ja. Also es ist erstens nicht so, dass weder ich noch Puri uns irgendwie gegenseitig voreinander drücken würden. Wir, ganz im Gegenteil, wir würden uns gerne mal umdrücken. Aber es ist, wir haben einfach noch keinen Moment gefunden, an dem es passt. Weil wir haben einfach dienstags immer die CSS-Sendung, mittwochs 1-6. Dann sind freitags meistens IFNGs. Puri ist am Studieren. Er hat natürlich auch viele Verpflichtungen mit Maus. In der Sendung selber das zu machen, ist ja, wie auch immer. Ich kann mich da an jemanden erinnern, der wollte sich noch ein Tattoo stechen lassen, das immer noch aussteht. Aber wir werden das auf jeden Fall noch machen. Wir haben ja nach der Season immer ein Riesenloch, da kann man das machen, da kriegen wir bestimmt noch so ein Tattoo hin. Da kommt ja sogar live ins Studio, Tätowierer. Beziehungsweise Puri war es natürlich. Reden wir doch davon. Gibt es sonst noch Fragen, die ihr habt, die ihr jetzt loswerden könnt? Komm her. Wollt ihr jetzt mal öfter wieder essen sein? Weil bisher ist es doch recht selten. Sven Hoffmann. Komm doch mal kurz her.
Komm mal kurz her. Ja, das ist übrigens der Geschäftsführer von ESL-TV, ja? Kein unwichtiger Mann. Die Frage, eigentlich eine recht einfache, wollen wir gerne öfter mal in Essen sein? Also ist Essen eine Location, die dir vielleicht auch persönlich gefällt und auch Option für die Zukunft ist? Ja, Ruhrgebiet ist natürlich grundsätzlich immer relativ attraktiv. Er kommt aus Oberhausen. Es gibt ein relativ großes Einzugsgebiet. Die Aufteilung der Events findet natürlich immer in Absprache mit der ESL statt. Ihr kennt das ja alle schon und wir versuchen ja, möglichst so viele Leute wie möglich auf die Events zu kriegen. Das heißt, die Verteilung der IFNGs ist immer so ein bisschen davon abhängig. Ja, wo finden wir andere Locations? Also wenn wir jetzt in Oberhausen sind, dann macht ein Essener IFNG natürlich recht wenig Sinn. Ist das gleiche Einzugsgebiet. Aber grundsätzlich Essen, Millionenstadt, die Location ist toll, Anreise ist easy für die Leute, also ich finde Essen klasse. Also, habt ihr gehört, also prinzipiell auf jeden Fall, müssen wir halt immer schauen, wie es das vereinbaren lässt. Man kann ja natürlich noch eine gewisse Zahl an IFNGs machen. Gibt es sonst noch Fragen? Danke übrigens Sven, da habe ich ihn jetzt gerade überfallen. Ich weiß nicht, ob er danach noch glücklich ist, ob ich danach einen Einlauf oder eine Gehaltskürzung kriege, könnte auch passieren, weiß man nicht so genau. Habt ihr sonst noch Fragen? Jetzt habt ihr die Chance, später wahrscheinlich nicht mehr. Später sind wir weg. Sieht's aus? Noch irgendeine Frage? Überlegt noch jemand oder schon weggetreten alle und wollen jetzt sitzen? Wir können gerne aufhören. Ich würde sagen, also wenn ihr keine Fragen mehr habt, wir sind jetzt zwar noch ein bisschen da, das heißt, ihr könnt uns vielleicht einfach so einzeln anquatschen. Könnt ihr noch eine Frage stellen, wenn euch dann noch was einfällt. Sonst würde ich sagen, seid ihr entlassen und könnt euch gerne jetzt schon hinsetzen, ein bisschen zocken, wie auch immer wollt. Und ja, danke, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr habt heute richtig viel Spaß. Es sind auf jeden Fall richtig geile Games und ja, vielen Dank dafür. Danke.